Bene. Ich biene. Was glotzt du? Noch nie Blut gesehen? Oder noch nie eine Frau? Hältst du still, Kind? Ich find sie toll. Na, guckst du. Gehört wohl dieser Mädchen. Ah, ne, komm. Vielleicht gibt's die Hände von Doris. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Einfach schön. Ist das ein Hund? Kann auch eine Katze sein, aber... Lebt die noch? Bin gerade noch gegen das Mikro gefallen, Alter. Gekommen, Entschuldigung. Bin aufs Mikrofon gefallen. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Ah, wir können auch sie fragen, das finde ich gut. Was ist denn mit der Wunde, los, Doris? Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wenn irgendwie Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Ich will's wissen. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Wer ist dieser Arauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Das ist übrigens ein Fehler, dein ist doch der Eimer. Ha, lol. Ja, das war schon alles. Hm? Beständnis. Meine Doris. Meine liebe Doris. Ein Zapfhahn, nice. Mal den Zapfhahn. Fehlt nur noch das Freibier. Freibier, Alter, mega. Saufen mit Tasse. Morgens mit Tasse haben sie will saufen. Was sind das für ein Gast hier, der Schönling? Mm. Was schielst du? Hier sitzt ein Südmeerfahrer in einem Nordlandbottich. Mehr nicht? Ja. Seid auf was schielst du? Ahoi, Matrose. Los, ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, hm? Popo-Piraten. Oh, Mjottes, was ist das denn? Was ist das? Ist das eine Schlange oder sowas? Sieht ganz furchtbar, Meister. Ja. Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König, aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck, hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Eine Fresse, bist du eklig, ganz ehrlich, ich mag dich gar nicht. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Ja, kann ich verstehen. Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Wie der Frosch zum Beispiel. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Ich aber ganz schnell essen gehen. Bis später. Bad du mal dein Lachs. Ich gehe mal weg, würde ich sagen. Können wir vielleicht jetzt nochmal mit der Verwundeten reden, aber ein bisschen. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Ja, komm. Ich hab's eilig. Aha. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Okay. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Arauken lässt mich dreimal im Svelte ertrinken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Ja. Du solltest besser... Was? Gerade... Mitdrehst. Ich kann ihm... Wir sind echt eklig. Das war schon alles. Hm. Wie wär's mit dem Spiegel? Er ist ganz beschlagen. Man sieht überhaupt nichts. Ach so, ja. Moment, du? Nee, wir haben Zapfhahn.
Erstmal ein Zapfhammel. Ist sauber machen hier. Ist hier noch was? Irgendwie ein Tuch. Ich meine, hier gibt es ja 1000 Tücher. Da können wir doch mal hier, da hinten die sogar einzeigen. Damit können wir doch mal kurz. Meister. Mein J. Da hinten saß auch Kilio in der Badewanne. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Die ist so süß manchmal. Aber trotzdem so naiv. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Ganz kompliziert. Sag mal, Nori... Nori ins Badehaus schicken, ja, machen wir doch mal. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Als ob die jetzt nackig ist und badet. Die ist tatsächlich nackig und badet. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nori! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Als ob die jetzt wirklich nackig ist. Sag mal, Nori... Ob du behindert bist. Bin aber gleich zurück. Fühlt sich wohl, kannst dein Ohr lassen. Du bist nackt. Ich bade. Du bist... Ich... Was gibt es, Landratte? Da wird sie wenigstens mal sauber. Bis später. Ist doch ganz nett. Was ist denn mit dir jetzt? Jetzt können wir die einfach sehen. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Du solltest besser auf... Was? Gerade verdreht... Mädchen? Drehst du die... Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen. Das weiß ich. Das war schon alles. Hm? Müssen wir noch ein bisschen anstacheln, wa? Er ist beschlagen. Hier, wie wär's damit? Behalte ich selbst. Okay. Ja, noch ein Eimer? Ich behalte die. Na komm. Jetzt nicht, Geron. Achso, ja, klar, willst flirten, ja? Erstmal einen reingeschubbert kriegen. Verstehe. Ja, da musst du mal. Raus. Sag mal. Krieg nicht lieber jetzt reicht. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Das Helfer da hinterher schauen, würde ich auch machen. Wenn wir mal ehrlich. Ich bin Single und ich könnte es. Dürfte es. Sie redet wieder mit dem Betrunkenen. Der hat einen neuen besten Freund gefunden, glaube ich. Da geht's noch lang. Da hinten geht's aber nicht lang. Okay. Gucken wir nochmal hier bei Gossens Haus nach. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Das ist schön, aber lass mich doch mal in Ruhe. Du glaubst, der... Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Einmal mal so, das dauert uns zu lange. Okay. Tatsächlich ein bisschen wie Rifton. Nur belebter. Erinnert mich jetzt auch gerade ein bisschen an Karibik 3, wo jetzt hier der Affe mit der Kordel spielt und dann quasi die Brücke explodiert nachher. Spoiler, by the way. Hier fehlen wir uns los. Was steht neben ihm auf dem kleinen Schild? Fische und Überfahrten soll das wohl bedeuten. Okay. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Ja. Kannst du nicht ordentlich reden? Der hat auch nicht so. Tut mir leid. Klingt so, als würde er mal Displays machen. Hast keine Zunge mehr, ne? Na, schon was gefangen? Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. What?
Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Aha. Sehr gut, und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps? Schnaps also. Schwere Geburt. Klabeler Schnaps. Leihst du mir deine Angel? Alter. Mach es gut. Leihst du mir dies? Kann ich das geben? Und was mit dem? Und was? Das klingt so, als würde er meine Let's Plays gucken, Alter. Leck mir am Zuckerli. Was hier er trägt nichts und er hält nichts. Und was sollen diese Haken an der Wand? Weiß ich nicht. Kann ich vielleicht mal einen netten Haken für den Balken werfen? Als ob das geht. Lol. Ach, wir können rüberspringen. Krass. Ja, hatte ich ein bisschen Glück, muss ich sagen. Da hinten steht der Tod. Was war denn der Tod da? Okay, vielleicht ein Symbol. Wir werden sterben in diesem Let's Play. Mit dem Kahlschädel möchte ich nicht aneinander geraten. Was ist denn los mit dem Kahlschädel? Kahlschädel! Hey, hey, hey! Immer langsam! Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Weil ich, Harndrang habe. Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe? Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Ich weiß doch, was ich will. Was willst du? Was dauert das denn mit dem Warten so heute so lange? Meine Fresse. Hey, hey, hey. Ja, ich muss mit Harm... So, so. Warum? Schüssel Zucker. Botschaft von Arakaund. Ja, hier. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Irgendwie sympathisch. Weiß nicht warum. Direkt, auf jeden Fall. Komm, nie los. Mischt. Komm, Leute noch. Was? Brüste, hey, toll. Beibruch. Ungewöhnliche Konstruktion. Aber was versteht ein Andergaster schon von der Seefahrt? So ungewöhnlich, das ist nur ein Beiboot. Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Aha. Du hast die besten Ideen, wirklich. Das ist Loch. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe gesehen zu haben. Wo ist denn da ein Loch? Ach, das Fenster. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Warum bist du keine kleine Blütenfee? Warum müssen die anderen immer kleine Blütenfeen sein? Du kleiner Besserwisser. Ihr müsst die anderen schulden. Das wollte ich schon immer mal machen. Dann aber Hossa. Und... Hepp und das Reihe reißt. Schade. Ich hätte gelacht. Witzig gönnen. Ein Hase. Ein Hi-Ha-Hase. Scheine Katze, Wasserpfeife. Erstmal gleich einen Dampfen. Erstmal gleich eine Shisha entballern. Krakenmolch-Schnitzerei, aha. Der gute Krakenmolch. Ein Fass. Ja, vielleicht ist da ja. Das sind keine Skulpturen. Diese Tiere wurden versteinert. Das ist da ja der Alkohol gleich drin, kann ich die nehmen? Zu weit weg. Okay, muss mit der Wasser. Wozu tanken? Mag das gut sein? Vielleicht eine Lampe. Um eine zu rauchen. Zu weit weg. Was mit ihm hier? Das muss ein Krakenmolch sein. Irgendetwas an dieser Figur ist unheimlich. Green. Warum ist immer alles unerreichbar? Das ist eine gute Frage. Was das sind aus? Keine Skulpturen. Diese Tiere. Ja. Und können wir ihn nehmen? Das nächste Mal können wir den Spiegel dazu benutzen? Vielleicht hat ihnen ein Basilisk das angetan. In den Sagen werden Basilisken immer mit Spiegeln besiegt. Sie begegnen dem eigenen tödlichen Blick und versteinern sich selbst. Okay, interessant. Tatsächlich interessant.
Vielleicht hat ihn ein in den See begeben. Derselbe Orkschädel wie auf der Schnapsflasche. Aha. Ja, jetzt sieht man auch, dass es ein Orkschädel sein soll. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Dumm, dass wir hier mal kurz den Zapf dran reinballern. Na klar, hat er den einfach reingehangen. Als ob, du brauchst einen Hammer dafür. Noch fließt kein Schnaps. Erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen. Jawohl, das siehst du. Weil mir doch hier gedacht, komm, nehmen wir den Stein und Hase. Nichts. Easy, komm rein da. Ach, sind erstmal schön den Zapfhahn im Arsch donnern. Und jetzt aber rein. Hoffentlich trinkt der Fährmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. Geil. Hoffentlich trinkt der... Ja. Kannst du das nicht mal selber trinken hier? Entspannst du vielleicht mal ein bisschen. Dumm, das ist kein kleines Handfass. Ja, ja. So, dafür brauchen wir irgendwas, um da ranzukommen. Können wir die runterschubsen? Keine Zeit für Experimente. Das ist mit dem Messer. Warum ist immer... Ich finde die Lampe hübsch. Hat was. Hat nicht jeder. Kann nicht jeder mit irgendwas. Sonst war es das hier scheinbar schon. Na ja, gut. Wir haben immer eine volle Flasche mit Schnaps. Na komm, sehr schön. Hier, Meister, ich hab deinen Schnaps. Guten. Fährst du mich und meine Begleiterin für diesen Schnaps durch den Sumpf? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Der Schnaps macht er alles. Was mit Blauer Hering. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Müssen wir ihm die Augen ausstechen. So. Ab das hier. Was habe ich bloß wieder für Gedanken? Ab dafür. Ich tausche einfach unauffällig die Kübel aus. Das unauffällig ist der Haken an der Sache. Können wir nicht irgendwie... Okay. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Ihre Salzarelen, oha. Gib mal her. So, jetzt haben wir einen Räucherhaken und jetzt... Können wir anbamseln. Ein Henkel, ein Haken, aber kein Platz zum Aufhängen. Siehst du mal, wir kommen der Lösung näher. Können wir nochmal rüber? Vielleicht jetzt mit dem Haken rüberholen? So weit weg. Egal, Bolz. Das hilft auch nicht weiter. Ha? Schlechte Maßarbeit. Was mit dem? Aha. Haben wir den jetzt? Nee. Und was ist das jetzt? Sollen wir die quasi rüberschubsen, was sie runterrollen, wa? Können wir... Wir denn jetzt? Wir müssen es quasi rüberschubsen, denke ich mal. Aber wie? Aber wo oder was? Ich weiß nicht. Ich werfe an. Nein. Am Ende bricht er sich noch einen seiner Arme. Mal was? Ich werfe einfach danach. Nein. Okay. Der hier? Ich glaube. Und wie war's hiermit? Ich komme nicht ran. Wenn du vorher aus Fass steigst. Dumm, das ist kein kleines. Das ist raussteigen, Mann. Okay. Ich gehe nochmal kurz. Aha. Sieht aus wie mein altes Wurfnetz. Aha. Ja, damit. Aber hier. Mein Kopf ist leer. Oder unwahrscheinlich. Was, wenn wir so machen? Damit reiße ich noch das ganze Regal um. Ja, ist doch super. Damit reiße ich. Ist doch super. Weiß gar nicht, was das. Lass mal rüber. Jetzt haben wir ein Netz. Was machen wir mit dem Netz? Ja, können wir das schon mal machen? Gehen wir nochmal hier hin. Haben wir da irgendwie... So. Wie soll ich da rankommen? Ja,
Stamm im Netz. Wie soll ich da... Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder. Und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Finde ich eine gute Idee. Einfach glücklich und zufrieden Elmo und Hütte haben, zigtausend Kinder kriegen, weil man Zeit verschwenden möchte. Und das macht man am besten körperlich. Und dann... Gib ihm. Und dann friedlich sterben mit zig Enkeln. Warum nicht?